Hallo, schön, dass Sie die Core Facility Tissue Engineering gefunden haben. Ich bin Heike Walles, ich leite die Core Facility und würde Ihnen gerne heute zeigen, wie wir mit Methoden des Tissue Engineerings Alternativen zum Tierversuch herstellen. Kommen Sie mit! Wir stellen menschliches Gewebe aus OP-Abfall her und das heißt, wir bekommen aus der Klinik Gewebe, was bei Operationen anfällt, und aus diesen sogenannten Biopsien isolieren wir die Zellen, die wir für unsere Gewebemodelle brauchen, und mischen diese Zellen dann mit sogenannter extrazellulärer Matrix. Wenn das gemischt ist, dann fängt die extrazelluläre Matrix an zu gelieren. Das können Sie sich vorstellen, wie wenn Sie ein Gummibärchen herstellen würden. Im Moment ist das Gummibärchen noch flüssig und das wird aber nachher fest. Wenn wir das Zellkulturmedium, das sehen Sie jetzt, das gibt er jetzt rein in diese Form, ähnlich wie beim Kuchenbacken. Die Hautmodelle waren die ersten Modelle, die in der industriellen Anwendung waren. Das heißt, wir testen Cremes, Wimperntusche, aber auch, und das kann man jetzt hier bei Huren sehen, Materialien, die zum Beispiel für Sonnenbrillen verwandt werden und Hautkontakt haben. Das geben wir dann auf die Haut und dann können wir über eine Farbreaktion dann abschätzen, ob so ein Stoff giftig ist, ob er eine Allergie machen würde oder ob er nur eine leichte Hautreizung machen würde oder ob unserer Haut gar nichts tut. Wir haben also hier jetzt das komplexe 3D-Modell, das Gummibärchen, das wir vorhin hergestellt haben. Und da werden zum Beispiel Medikamente draufgegeben oder eine Mischung von Medikamenten, weil man sehen möchte, ob das zu Problemen führt. Was wir jetzt hier in diesen Testungen hatten, das sind alles gesunde Gewebemodelle. Wir gehen aber einen Schritt weiter und wollen auch Krankheitsmodelle herstellen. Und die Haupterkrankung nach wie vor sind Tumorerkrankungen. Deshalb haben wir Methoden entwickelt, dass wir in die gesunden Modelle auch Tumorareale integrieren können. Und das würde ich Ihnen gerne im nächsten Labor zeigen. Hallo Noah, schön, dass du alles schon vorbereitet hast. Was Noah jetzt hier macht, ist, dass er solche Krankheitsgewebemodelle nimmt und simuliert, dass wir die mit einer Elektrode abtöten würden. Dabei kommt es darauf an, dass die kranken Zellen abgetötet werden, die Tumorzellen, und die gesunden Zellen überleben. Solche Therapien kommen bei der Therapie von Lebertumoren schon zum Einsatz, also mit solchen Elektroden. Und jetzt würde man gerne mit die Lungentumoren auch damit therapieren, weil ganz viele Tumoren, die wir haben, in die Lunge metastasieren. Das war jetzt alles, was wir zur Biologie zeigen können. Wir machen aber auch Modelle für die Ausbildung und das Training von Chirurgen. Und das zeigt euch jetzt Sascha. Ja, also wir haben von der Thoraxchirurgie eine Anfrage bekommen, ob wir einen realistischen Thorax-Simulator entwickeln können. Die Thoraxchirurgie befasst sich normalerweise mit der OP an der Lunge. Und man muss sich vorstellen, während so einer OP atmet der Mensch ja ganz normal weiter, das Herz schlägt und alles bewegt sich in so einem im Körper während der OPs. Und wenn man sich das anguckt, die Zugänge hier zwischen den Rippen für diese Zugänge ist sehr eingeschränkt. Das heißt, um das trainieren zu können, werden häufig Großtierversuche gemacht an lebenden Tieren. Und wir wollen mit unserem Modell so realistisch wie möglich an diese Situation kommen, um Tierversuche so gut wie möglich zu reduzieren. Und deshalb versuchen wir im Tissue Engineering natürlich auch diese Organe, die wir jetzt im Moment aus Schlachtabfällen gewinnen, auch noch zusätzlich zu ersetzen.